Hallo und willkommen, meine hellen Leuchten. Weiter geht es mit Candleman, Kapitel 5, Abschnitt 1. Das besonders ruhige Meer, die Wasserlinsen steigen und fallen. Hier finden wir 8 Kerzen. Hoffentlich. Die letzte habe ich übrigens noch geholt. In Kapitel 4, Abschnitt 4. Die war ganz einfach zu finden. Das habe ich nur komplett übersehen, weil ich nicht in diese Stachelfrüchte laufen wollte. Wo denn? Oh, du lässt mich grün leuchten. Geisterkerze. Nein, schnell rüber. Ui. War gefährlich. Nummer 1. Hier kann ich hin. Nein, kann ich nicht. Oh, das sah aus wie ein Stein. Ich bin einfach reingelaufen. Da kann ich hin. Ich war mir so sicher, dass ich da hingehe. Nein, kann ich nicht hin. Ich sag ja, das Spiel sagt nein. Das Spiel gewinnt. Okay, ich schaue mir das trotzdem nochmal an. Was habe ich denn da gesehen? Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ja, hüpfen wir mal so ein bisschen über die Quallen. Komm du mal da hoch. Weiter. Hier hin. Oh, na, schnell. Ich glaube, die versinken nämlich gerade wieder. Ja. Schaffe ich das? War knapp. Nein, das schaffe ich nicht. Mal. Fast runtergerutscht. Völlig gesprungen. Fast. Ja, fast zu früh abgesprungen. Bin ich ja noch gar nicht. Also ich habe darauf gedrückt, aber das Spiel hat gesagt, du springst ja jetzt erstmal nicht. Also bin mich vielleicht auch. Wer weiß. Und wieder zurück über die Quallen. Wenn ich jetzt dran denke, dass ich früher am Strand mit Quallen gespielt habe. Könnte ich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Wäre mir jetzt irgendwie zu klibberig. Oh, die drehen sich, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich werde nämlich mitgedreht. Oh, da nach rechts will ich nochmal. Muss ich hier lang. Und noch eine Kerze angezündet. Oh nein, das ist der Ausgang. Da will ich noch nicht hin. Muss doch die andere Kerze holen. Das hätte ich fast verpasst. Hin, dahin. Schnell jetzt. Das ist ein langer Weg. Und die versinken schon wieder, die Quallen. Ja, nun jetzt habe ich alle Kerzen. Wasserlinsen steigen und fallen. Werde zu einem geheimnisvollen... Werden zu einem geheimnisvollen Weg. Wasserlinsen. Wasserlinsen gehen zwischen den Riffen hin und her. Kapitel 5, Abschnitt 2, 7 Kerzen. Es hört sich so an, als würden die sich jetzt bewegen und ich müsste auf denen bleiben. Diese glitschigen kleinen Dinger. Ich habe die natürlich nicht aus dem Wasser geholt. Also meistens. Es kann schon sein, dass das mal vorgekommen ist. Aber dann waren das meist Feuerquallen und ich habe den Schmerz auch verdient, dass ich einfach irgendwas aus dem Wasser hole, was da im Wasser leben sollte. Sollte man nicht machen. Auf geht's, rüber. Oh je, yeah. Oh, da muss ich auf die andere springen. Dachte ich mir aber schon, dass das jetzt kommt. War da der kleine Seestern. Ich rutsche fast hier runter. Okay, diese kleinen, die drehen sich hoch und runter. Jetzt muss ich mal schauen. Okay. Hier hin. Darüber. Machst du? Kann ich mit dir machen? Da bist du einfach nur für Licht. Ja. Hierhin, hierhin und ich bin da. Und erst 3 Stück. 1. Oh nein, jetzt fährt das genau weg.
Nein, oh. Ach Mann. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich war gerade so fasziniert von dem ganzen Licht. Diesen Seestern, die sich da bewegen und... Ich weiß auch nicht. War so ein bisschen in Erinnerung vielleicht auch noch. Ich hoffe, ich habe bis jetzt alle, die ich haben kann. Alle Kerzen. Ich habe keine mehr gesehen. Aber die anderen wären dann ja auch so ein bisschen versteckter. Da muss man ja auch ein bisschen... Nein. Oh. Steht hier einfach unter mir. Wies. Jetzt kann ich rüber. Eins. Nummer zwei. Komm schon. Schnell, 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 schnell. Ei, wie? Da muss man schon ein bisschen aufpassen hier. Dann geht es hier rüber. Und ich habe die Speicherkerze zumindest schon mal. So, dann geht es hier hin. Hier hin und hier hin. Mich jetzt runtergetragen. Jetzt ist die Frage, schaffe ich das da von links nach rechts schnell genug hochzuspringen? Hier ist aus. Muss ja eigentlich gehen. Sonst würde man das sonst schaffen. Oh, ich muss sogar noch weiter hoch. Weil da oben ist noch eine Kerze. Manchmal ist es wirklich einfach. Also sind die Level sehr einfach. Und dann wieder sehr schwer. Also das ist jetzt schon gar nicht mehr so einfach. Muss man sehr gut springen. Oh nein. Gegengelaufen. Mir leid. Mir leid, dass ich da... Ja, kriegst ein bisschen Licht von mir ab. Dann springe ich da mal runter. Die noch an. Und direkt wieder drauf. Aber zum Ende gehe ich jetzt noch nicht. Ich will erstmal da hoch. Wenn das denn jetzt klappt. Das war knapp. Das ist sehr, sehr knapp. Aber dafür habe ich jetzt alle Kerzen. Und dann drehe ich mal eine Runde. Die Level werden schon wirklich schwieriger. Und weiter geht es. Wir sind am Ende. Das war Wasserlinsen gehen zwischen den Reifen hin und her. Führen die kleine Kerze drehend auf dem Wasser. Titel 5, Abschnitt 3. Geheimnisvolle blaue Blumen stehen im Kerzenlicht. 7 Kerzen. Okay. Ah, wie schön, ihr kommt zu mir. Was hört denn der? Wie lang? Das ist ja lustig. Darf aber auch nicht zu lang anlassen, die Kerze. Weil dann natürlich das Problem, dass ich nicht mehr genug Kerzenlicht habe. Meine Kerze wird dann ganz klein. Nein, ich bin zu kurz gesprungen. Ah, das... Oh, ausgerechnet da. Okay. Jetzt gehe ich mal hier außen rum. Und diesmal weiß ich auch, dass ich nicht ganz so lange gedrückt halten muss. Kurz drücken reicht schon.
Also so jetzt hier. Einmal kurz und dann fahren die schon ein ganzes Stück zu mir. Oh, was mache ich denn? Oh Mann, bin zu ungeduldig. Gerade. Bin ich wirklich zu ungeduldig. Okay. Dann doch mal ein bisschen ruhiger das Ganze. Mal her. Nein. Ja. Oh. Mach mich mal da hoch. So. Jetzt brauche ich dich hier. Warte mich mal dahin. Du mich mal zur Speicherkerze. Diesmal nicht zu früh abspringen. So, so ist besser. Schätze mal. So, das kann ich schaffen. Von der Weite her. Hm. Aber muss natürlich erstmal auf die warten, dass sie auch oben sind. Nummer 1. Nummer 2 hier drüben. Jetzt weiter. Du musst mal zu mir kommen. Hier aus kann er dann auch weiter springen. Hier hin. Hier hin. Und das müssen wir schon rechtzeitig rufen. Oh, fehlt mir jetzt eine Kerze. Hab ich eine vergessen? Doch nicht. Doch, ich habe eine vergessen. Oh. Okay. Die hole ich noch bis zum nächsten Mal. Wie die letzten Male ja auch. Kapitel 5. Achso. Dadurch kann ich euch direkt nochmal zeigen, was Kapitel 4 Abschnitt 4 sagt. Über dem leeren Weg gibt es einen Fruchthain. Die Früchte wachsen im Feuerlicht. Haben wir ja gesehen und erlebt. Kapitel 5, Abschnitt 4. Die schwebenden Früchte blockieren die kleinen kleine Kerze. 0 von 7 Kerzen. Das heißt, 7 Stück müssen wir hier auch. Oh nein. Die schubsen ja auch die Blätter hier weg. Also wirklich gemeine, gemeine Früchte. So, wo muss ich jetzt am besten hin? Das fährt runter, das heißt, jetzt muss ich überspringen. Dann fährt das runter. Dann bin ich drüben. Dich einmal. Du musst irgendwie. Oh, irgendwie da vorbeikommen. Gerade schon. Rüber. Hier drauf. Da hoch. Und wir sind wieder bei der Speicherkerze. Jetzt muss ich wieder einmal komplett darüber. Ist einmal hier hin und. Schaffe ich das noch? Ich schaffe das noch. Ja,
Ja, hier drauf. Da komme ich dann so vorbei. Dann springe ich gleich wieder auf die andere Seite. Okay. Und da vorne geht es nochmal unter. Aber da rechts ist noch eine Kerze, die muss ich mir noch holen. Und dann muss ich wirklich schnell sein danach. Ich muss jetzt da drauf springen. Da drauf springen. Da drauf springen. Muss ich mich gerade ein bisschen beeilen. Und wir sind am Ausgang. Weiter geht's. Schwebenden Früchte blockieren die kleine Kerze. Dann gibt es viele Wellen im ruhigen Wasser. Und Kapitel 5, Abschnitt 5. Der Dschungel ist gefährlich. 7 Kerzen. Dich brauche ich mal. Ja doch, da. Hinter mir gibt es nicht. Oh, das ist wirklich sehr gefährlich. Dahin. Komm mal hier runter so ein bisschen. Hier rüber. Dann muss ich da hoch. Plattform mal bei mir. Da muss ich kurz warten, bis sie sich zurückgezogen haben. Uiuiui. Mann, oh Mann, oh Mann. Wirklich sehr gefährlich. Dann warte ich erstmal, bis sie runtergefallen ist. Oh, die nimmt die anderen mit. Das ist ja nett. Ausnahmsweise mal nett von denen. Da komme ich auch vorbei, indem ich die anleuchte, oder? Ja, weg, 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 weg. Okay. Gut, dass sie sich auch gegenseitigen. Zwei Kerzen noch. Läuft ja besser als gedacht. Muss da mal den Weg frei machen. Und noch eine Kerze brauche ich. Die muss ich auch erstmal anleuchten, alle. Damit die mir hier Platz schaffen. Ja, so ist es gut. Weiß jetzt nur nicht, ob irgendwo noch... Doch, da hinten links ist noch eine Kerze. Oh nein, die verfolgen mich. Bin weg hier. Und damit habe ich hier auch alle Kerzen. Shrouded in deep woods is the entrance to the lighthouse. Under the guidance of flowers, the little candle hurries forth, unable to stop. Because his destination is finally in sight. Der Dschungel ist gefährlich. Die kleine Kerze wendet sich geschickt ab. Beim nächsten Mal gibt es dann Kapitel 6, Der Weg mit Blumen. Denn die Blumen helfen uns jetzt zum Leuchtturm zu kommen. Falls euch die Folge gefallen hat, Like, Abo, Kommentar, lasst doch mal was davon da. Bis dann, habt einen schönen Tag.
Tschüss.